slow your scan, remember to use it before you're falling repeatedly. Ich denke, es wird wichtig, wenn wir nachher die Flugsaurier irgendwie hätten. Eine simple Maske. Was sich dahinter wohl verbirgt. Bestimmt eine simple Maske. Jo, Metallurgie können wir noch nicht. Industrial können wir auch noch nicht. Zaubern können wir auch noch nicht. Western Roof. Das wäre doch mal lustig, sowas. Schöne Sache mit bei Western Window. Naja. Schöner runder Tisch. Also so die Styles sozusagen. Das muss ich nochmal schauen, was wir hier nochmal haben. Prosus. Da haben wir nichts erstmal weiter. Hier haben wir schon mal sehr viel mittlerweile. Was haben wir denn als nächstes? Da hätten wir die Flagge, den Parasaurus, die Fioma. Wurden sowieso Level 21. Haben wir schon. Oh, wir haben schon Level. Welchen Level haben wir denn eigentlich? Charakterinfo. Welchen Level haben wir denn eigentlich? Level 17. Okay. Health. Craft, Engrammel. Achso, hier geht's dann noch nicht. Ah, okay, da ist dann ausgeblendet. Okay. Der Stone Window, Stone Wall, Stone, Stone, Trapdoor, eine Candle. Candle finde ich jetzt irgendwo spannend. Candle, Candle, Candle. Explore? Konstrukt? Ist es unter Konstrukt oder wo ist das da? Hier ist das da tatsächlich. Was brauche ich denn dazu? Chitin. Ja, wo ich das jetzt auch immer herkriege, das Chitin. Chitin, erkenne. Na gut, schade. Wäre zu geil gewesen. Ah, jetzt haben wir auf der Seite das Schild. Das nimmt aber eine echt eine Menge Optik weg dann, ne? Das nimmt eine Menge Optik weg. So, jetzt besorgen wir es uns erstmal noch ein bisschen Holz und so. Genau. Wieder Level up, okay. Machen wir nochmal ein Hells rein. Kann ja nicht schaden. Und da ist jetzt richtig viel Holz. Yeah. Wenn Holz, dann aber ab. Dafür, was ist das da? Magic Fiber. Noch mehr Magic Fiber. Magic Fiber. Und hier kommen etwas andere Saurier. Die sehen dann aus wie Kängurus. Warum? Noch mehr Wood. Wood, 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 Wood. Sehr schön. Was ist das für eins? Ein Pro-Cooked. Naja, irgendwann. Ich und Namen lesen. Die Musik irritiert mich hier gerade enorm hart. Es klingt so ein bisschen nach Aufzugsmusik, ja? Wenn man so im Aufzug steht, No 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 no. Oh. Übel. Das war eindeutig ein T-Rex. Ui, was ist denn das andere da? Was ist denn das blaue da? Was ist das? Warum? Was ist das? Ah, so kann ich blocken. Was ist das Blaue? Das sieht aus wie ein Mannequin oder irgendwie sowas. Ich sehe schon, dass meine Neugierde mich umbringt. Einmal hier hoch, danke. Seitlich springen ist nicht meine Härte hier. Ah, es geht da runter.
Was ist das? Gott. Okay, es ist der T-Rex da weg, es können wieder hoch. Auch gut. Nicht lange fragen, Holz machen, ne? Ich und mein Holz. Ist schon krass hier. Ja. Setsch, setsch, setsch. Da leuchtet es hin. Da ist auch wieder so eine Säule. Ob das hier auch diese Drops gibt? Diese Kisten, die auch in Ark Survival so runtergedroppt waren? Gute Frage, wa? Boiled Meat. Die Musik ist hier echt entspannt gerade. Ist mich wieder so ein Vieh überrascht hier. Das ist alles wieder Setch. Naja. Das Biom sieht auch interessant aus. Da hinten ist so ein Teil. Er ist relativ nah, dieses Säulenteil. Die Frage ist, ob wir auch den Weg überleben, ne? Boah, sieht ja grimmig aus, so ein bisschen. Hier ist mir kalt. Warum wird jetzt hier auf einmal kalt? Schneit. Oder ist das Regen? Könnte irgendwie alles sein. Oh, das hinterlässt Spuren hier so. Ja, da. Es frostet so ein bisschen ein. Es ist fröstelig. Magic Fiber. Was ist das? Keine Ahnung, was das sein soll. Schaut merkwürdig aus. Boah, da läuft ein Skelett rum oder was? Oder ein Zombie direkt oder wie? Du bist hier so ein bisschen... Oh, ich friere mir gerade den Arsch ab, aber wirklich hier. Meine Gesundheit sieht nicht gut aus. Wir sollten hier aus diesem Biom definitiv erstmal mal raus. So, gehen wir erstmal wieder ins Warme. What? Übel. So, jetzt gucken wir mal in der Richtung, ob entweder der Rex gestorben ist oder das komische Teil. Die sind noch aktiv dabei. Elementar Spirit nennt sich das dann. Level 4 und ein Level 5 Rex. Level 6 Rex. Oder? Man kann es ja schlecht lesen. Ja, okay. So, essen wir mal ein bisschen was. Ja, und die... Ich hab geschissen. So sieht Human Poop aus. Human Feast. Ja, ich find's ja sehr toll, dass die sich die ganze Zeit da dauerbehaken. Aber doch bitte nicht in mein Wohngebiet. Jetzt doch mal so im Ernst, ja? Das muss doch nicht sein. So, jetzt schauen wir mal, was da ist. Hier sind auch diese komischen Dinger. Was ist das? Magic Berry. Mir ist schon wieder kalt. Wow, der sieht nicht freundlich aus. Der sieht nicht freundlich aus. Der sieht nicht freundlich aus. Der Zombie sieht definitiv nicht freundlich aus. Oh, der guckt auch schon so. Oh Mann. Boah, hier geht's auch ganz schön weit runter. Oh Gott, ey. Also da ist kalt, da ist kalt. Also kalt können wir schon mal vergessen. Wir können ja mal in die Wüste gehen. Wollen wir da mal schauen. Aber bevor wir das machen, sollten wir, glaube ich, eine Kiste bauen und alles wegpacken, oder?
Beziehungsweise, wo ist der T-Rex hier gerade in der Nähe, hä? Wo ist dieser T-Rex? Habe ich noch meinen Hut auf? Ja. Okay, mein Vieh ist auch noch drauf. Wo ist der T-Rex hin? Hier ist er jetzt gerade nicht. Wo ist der Elementar? Wo ist das alles jetzt hin? Wo sind die hingegangen? Wo seid ihr? Oh, da liegt was. Take all. Da ist der T-Rex. Der hat, glaube ich, ein Elementar erledigt. Würde ich mal so schätzen. Und jetzt umkreist er da irgendwas anderes. Ich muss das mal kurz mal beäugen. Ich weiß, die Neugierde wird mich irgendwann mal umbringen. Ne, der ist auf Suche anscheinend oder so. Aber seht ihr hier irgendwie eine Leiche oder sowas? Ne, wa? Ich auch nicht. Gut, dann lassen wir den T-Rex einfach mal T-Rex sein. Und jetzt sehe ich auch, dass hier mittlerweile ein Skorpion in dem Gebiet hier rumtingelt. Also irgendwie ist das den Viechern jetzt völlig egal. Komm ja einfach hierher. Jo, da ist der Skorpion, super. Und da ist die gleiche Fluganimation gerade gewesen wie in Ark Survival. Jetzt. Gut. Dann werden wir schnell mal wegen der Futterei angucken. Access Inventory. Bisschen Holz hier rein. Dann hier rein. Und alle 35. Das nehmen wir hier mal ein bisschen mit. Danke sehr. Und dann bauen wir nochmal schnell eine Holztruhe. Crafting. Explore, nein. Fight, Konstrukt, ja. Davon bauen wir mal einfach zwei. Jetzt geht's mit den Holztruhen los, man merkt's, ne? So, Holztruhen, das heißt... Einmal drehen, zweimal drehen, dreimal drehen. Wo ist dieses Schloss? Da ist das Schloss. Okay, dann machen wir einmal hier eine hin, einmal da eine hin. Excess Inventory. Dann machen wir hier mal Holz rein. Holz. Ich guck mal, ob wir es stapeln können. Anscheinend nicht sauber. Warte mal. Können wir hier vielleicht stapeln irgendwie? Ja, da geht's zu stapeln. Okay, machen wir es so. Dann haben wir nämlich hier mal Holz. Okay, was ist das für ein Holz? Das ist Darkwood. Das ist ein bisschen besseres Holz, würde ich mal behaupten. Dann gehen wir mal hier ran. Mit dem Zweig hier. Das nennt sich dann Thatch. Das ist Thatch, das ist Thatch. Das ist Fiber. Wir haben Thatch und Fiber. Dann haben wir Dirt und Dirt. Das ist Dirt. So. Ja, ich weiß, für den Spruch komme ich in die Hölle. Uhr und einmal Leather. Ein bisschen Chitin. Jo, dann haben wir nochmal Rock und Clay. Das machen wir dann in die andere Kiste dann rein. Das heißt, das mal da rein, das da rein. Magic Berry, der sieht schon cool aus irgendwie. So. Transfer all items. Ja, geht auch. Warum so kompliziert? Wenn es auch einfach geht. So, das der nochmal ein bisschen splitten. So, da kommt dann hier mal rein. Passt. Jetzt gehen wir mal los.
Ich bin da bisher neugierig, wie das so schön heißt, ne? Jetzt wollen wir mal gucken, was die Welt so zu bieten hat. Das Geilste ist mit den Vieh auf dem Kopf. Das ist der Hammer. Level 19. Das heißt, wir können gleich nochmal was skillen. Wir wollen ein bisschen Damage machen können. Danke sehr. Oh, was haben wir? Da haben wir einen Tricera. Die Frage ist, was ich jetzt natürlich nicht ausprobiert hatte, will ich noch austesten schnell mal, ob wir in den Tempel mit dieser Pickaxe kommen. Wir hatten ja nur diese Wood am Anfang ausprobiert. Das heißt, wir testen mal die aus. Nee. Not affected. Boah. Also die Löcher hier sind schon teilweise wie in Minecraft die Hölle. Kann man stehen zu, wie man will, ja. Also, das ist so ein bisschen schade. Da unten sind irgendwelche Geier, Saurier oder sowas. Keine Ahnung. Gott. Dann versuchen wir uns da ein bisschen so rüber zu bewegen. Und Durst habe ich, sehe ich gerade. Ich hab Durst. Und Hunger nochmal. Durst und Hunger in diesem Spiel, ne? Kennen wir. Oh, jetzt geht's erstmal hier hinauf. Damit wir ein bisschen Überblick haben. Das sieht doch so aus wie ein Ankylo da hinten. Ist aber keiner. Oh. So sah es so aus. Hm. Seitlich springen, ich merke das schon. In diesem Spiel wird es ein bisschen seitlich springen, das ist schwieriger. Gut. Da haben wir dann nochmal Wüste. Ja, die scheinen harmlos zu sein, das ist nett. Hier haben wir so eine Plattform. Die Plattform des Todes. Wenn man hier so runterspringt, ist man tot. Gut. Da könnten wir auch nochmal lang. Das sind die Palmen. Die sehen auch ganz nett aus, die Palmen. Ich muss mal gucken, ob die spezielles Holz bringen oder einfach nur Holz. Das ist einfach nur Holz. Was bringt das Zeug hier? Fiber und Armor Berry. Fiber und auch Armor Berry. Schmeiß mich bitte hier nicht rund. Das wäre sehr nett von dir. Gut. Das ausgedorrte Holz bringt auf jeden Fall Wood, das wissen wir. Das haben wir ja schon ausgetestet. So schnell mal durch die Wüstenzone durch in die gemäßigte Zone. Die Hintergrundgeräusche gefallen mir hier gerade so. Die sind direkterweise nett. Hier ist da wieder so eine Pflanze. So, mal sehen, ob wir hier irgendwas noch was anderes entdecken. Oh, da ist auch nochmal so ein Tempel. Da sehen wir ein bisschen anderes Material. Oh Gott. Die Neugierde bringt mich doch hier bestimmt um. Jetzt wird so Eisenerz sein oder sowas. Kriegen wir nicht aufgepickt? So, dann schauen wir uns mal diese Tempel an. Also die Tempelanlagen finde ich teilweise ein bisschen creepy, ein bisschen verwirrend. Dragonfly, eine Libelle. Das Schärfste bei der Libelle sind die Augen, wie die glotzt. Das ist die voll die Glotzlibelle. Oh Gott. Warum? Warum muss die so glotzen? Ich weiß es nicht. Okay, diese Steine hier erinnern mich so ein bisschen an Portal Knight. Spoiled. One Tinterberry. Ich esse mal ein bisschen was. Oh. Never smile at the crocodile. Oh. Der hat mich gesehen. Der hat aber eine ganz schöne Range, der junge Herr.
Oder hat er sich was anderes gekrallt? Er hat sich was anderes gekrallt. Oh Gott, hat der da rein gebissen. Was für eine Bestie. Und der ist nur Level 1. Der will doch zu uns, oder? Ich würde gerne mir den Tempel angucken. Kannst du mal ein bisschen weggehen? Kann ja egal sein. It's not easy, wa? Schauen wir mal so rein. Da ist nochmal ein Zombie. Level 32. Ich weiß nicht, ob wir den überleben. Boah. What? Boah. Ich wollte gerade noch wegrennen. You killed what a skeleton of ruins. Level 32. Ja, gut, dass ich das alles vorher alles weggemacht habe. Gut, dass ich das alles vorher weggepackt hatte. In den Rucksack. Ja. Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Ach so. Ah. Wir können ja uns mal den Tempel von hier drinnen angucken. Mal sehen, wie der hier drinnen aussieht. Machen wir das mal. Spannende Musik jedenfalls. Genau. So, jetzt. Broken Pot. Wenn wir so erstmal die aufsammeln. Da ist ein Hebel. Oh, no. Open Close Gate. Eine Mumie. Gott, oh Gott. So, Eva. Was? Da folgt mir. Warum ist hier alles sowas von biestig? Ja, ist halt wie ein Ark Survival. Ne? Das ist auch alles biestig. Ich glaube, den können wir nicht killen, ey. Er ist doch wieder sehr hartherzig. Also irgendwas ist in den Tempel drin, was wir vielleicht noch ein bisschen ausstöbern könnten. Wir bräuchten irgendwie mehr Damage. Mehr Damage-Möglichkeiten. Ich kann ja mal kurz gucken. Wir machen was kurz mal die Tür zu beim Skillen, falls der Rex hier draußen rumläuft. Was wir nochmal skillen können. Ein Rücken, ey. Müssen wir gleich mal anders hinsetzen. Also, wir haben Engramme. Jetzt müssen wir mal schauen, was haben wir denn hier für Möglichkeiten? Haben wir. Level sowieso. Das ist das Spare Display. Wooden, weiß ich noch nicht. Muss mal schauen. Verschiedene Satteln. Flower Dings. Note, Paintbrush, also wir könnten noch was einfärben. Wir können das ja mal ausprobieren mit dem Einfärben, wenn wir schon mal hier gerade entdeckt haben. Paintbrush. Probieren wir erstmal das mal aus. Paintbrushen wir mal hier ein bisschen. Dazu brauchen wir bestimmt Materialien. Also wir holen erstmal ein bisschen Holz raus, ein bisschen das hier raus. Meine Standardmaterialien halt hier mal ein bisschen. Mal bitte, für Färben brauchen wir bestimmt die Beeren. Deshalb taken wir da mal all. So, dann wollen wir mal craften. Farbteil, Traffic, Architektur. Nimm Pinsel, da brauchen wir Fiber. Ich mir kein Fiber rausgeholt, tatsächlich. Fiber habe ich wirklich nicht rausgeholt. Craft. So, einmal Craft Item, danke. Explore, da ist das drin. Ich glaube, wir machen mal alles und schauen wir mal hier hin. Engraft
Das Ding da, das geht alles nicht. Das ist das Bett, das ist die Taylor's Bench. Was ist denn das für ein komisches Geräusch hier gerade gewesen? Ach, die Flamme ist ausgegangen. Okay. Ich chess in the dory. Take all. Jetzt haben wir aber was zum Essen, wa? Was? Jetzt haben wir zum Essen ohne Ende. Machen wir mal hier hin. Ah, sie juckt. So, was wollte ich machen? Ich will die ganze Zeit das Ding bauen, genau. Und das andere habe ich auch gerade noch gesehen. Das heißt, wir brauchen nochmal Rock-Geschichten. Hatten wir jetzt keinen Rock? Keinen Rock? Wenn das nicht kein Rock ist, irritiert mich gerade hart. Wenn das nicht kein Rock. Also wir müssen eh nochmal raus und rocken. Let's rock it. Wo haben wir denn am besten gerockt? Irgendwo in der Richtung war das da, ne? Stimmt, wir mussten hier unsere Wasserrutsche nehmen. Und mir ist angeblich zu warm, obwohl ich am Wasser bin. Ja. So. Hier haben wir das Gerockte gehabt. Ist natürlich jetzt saudunkel. Müssen wir jetzt mal irgendwie durch. Wie Sie sehen, sehen Sie nicht. Zumindest nicht sehr viel. So, mal kurz Orientierung. Okay. Schon haben wir wieder so einen typischen Höhlensound. So. Boah, ist es wird irgendwo kalt hier oder wie ist das jetzt? Warum das auf einmal? Warum wird an der einen Stelle jetzt kalt? Was ist hier los? Ist sehr merkwürdig. Hier ist heiß. Hier ist kalt. Jo. Heiß, kalt, heiß, kalt. Ja, muss man nicht ganz verstehen. Oh Gott, ich sehe gerade, meine Gesundheit geht den Bach runter, sprichwörtlich. Dann gehen wir schnell mal zurück erstmal. So lustig ist das gar nicht. Nee, 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 nee. Ja, find some place cooldown. Ja, hier wird cooldown gerade. Enno. Das ist ja übel. So, hier geht es wieder ein bisschen besser. Das heißt, wir können ja auch noch ein bisschen was essen. Gut, craft. Was wollte ich craften? Selling. Das ist jetzt gar nicht. Bin ich total aus dem Rhythmus raus. Konstrukt. Style Workbench. Craft Item. Thank you. Taylor's Bench. Crafting. Thank you. Haben wir. Okay, jetzt haben wir's, was ich haben wollte. Das heißt, einmal kommt die hier rein. Und dann die andere da rein. Passt schon. Das da. So. Oh, sieht da toll aus, das Ding. Einfach mal hier draußen hier packt. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, aber ist eh nur Test. Gut, gucken wir uns das erstmal an. Wie sieht denn das Ganze aus? Das haben sie gestaltet wie eine Malpalette. Also die Grundform des Tisches. Ne? Okay, und das andere sieht aus wie... Ah, okay, hier können wir diese Helme bauen. Okay. Gut, dann gehen wir mal da ran. Accessen wir mal das Inventory.
Und dann schauen wir, was wir da brauchen. Da brauchen wir Terror Build Teil. Da brauchen wir auch verschiedene Sachen. Da brauchen wir Big Air Rabbit Fur. Davon haben wir einen. Welcher das hier?